Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi und ihr seid bei einem neuen Nemimi. Und ihr seht heute schon den Hauptakteur, nämlich, tada, das Kissen mit der schicken Paspel und mit dem Hotelverschluss auf der anderen Seite. Ich habe euch hier noch einen zweiten Bezug davon genäht, nämlich mit einer roten Paspel, damit ihr sehen könnt, wie schön unterschiedlich das wirkt und wie unterschiedlich eben auch diese Farben wirken. Ihr lernt in dem Nemimi heute zum einen natürlich, wie man das näht, wie man die Paspel einnäht und Tipps und Tricks zum Paspel fixieren, damit die auch wie bei mir hier schön glatt, gerade und gleichmäßig wird. Und wie man ein solches Kissen mit so einem Hotelverschluss richtig berechnet. Und dann natürlich auch richtig zuschneidet. Wenn ihr also wissen wollt, wie das jetzt geht, dann bleibt dran und ich zeige es euch. So, für unser Kissen brauchen wir folgende Materialien. Ihr braucht Lineale, also ein Handmaß und ein langes Lineal. Ich habe hier so ein Patchwork-Lineal, das macht sich an der Stelle ganz gut. Dann braucht ihr natürlich Markierwerkzeuge, entweder Schneiderkreide, Kreidestift oder ich habe hier so ein neues Spielzeug, das ist ein Wasserstift. Mit dem kann man auch ganz toll markieren. Den zeige ich euch dann in Action. Dann braucht ihr eine Schneiderschere selbstverständlich und Stecknadeln oder Stoffclips. Und dann braucht ihr auf jeden Fall, wenn ihr mit der Paspel arbeitet, den Reißverschlussfuß. Und wer hat und wer möchte, der kann auch hier einen Paspelfuß nehmen. Der hat hier hinten, seht ihr, diese Nuten, wo man die Paspel einlegen kann und damit kann man sehr, sehr gut dicht dran nähen. Dann rede ich natürlich die ganze Zeit von der Paspel, dann braucht man hier auch eine Paspel. Eine Paspel ist ein Schrägband, das heißt, es ist elastisch, wo eine Kordel eingebaut ist. Hier seht ihr die Kordel ganz gut. Und dann brauchen wir natürlich Stoff. Und den Stoff braucht ihr je nach Kissengröße. Also für so ein kleines Kissen reicht natürlich ein Fat Quarter. Ansonsten nehmt ihr einen halben Meter oder einen Meter Stoff, je nachdem, wie groß euer Kissen ist. So, dann brauchen wir Papier und Stift. Denn als erstes werden wir mal ausrechnen, wie groß unser Kissen und wie unser Zuschnitt sein muss. Und das zeige ich euch als erstes. Bevor wir zuschneiden können, müssen wir natürlich erstmal ausmessen und ausrechnen, wie viel wir zuschneiden. Das ist gar nicht so schwer. Das heißt, ich messe als erstes mein Kissen und zwar hier von Naht zu Naht. Die schiebe ich mir auch so ein bisschen mit Daumen und Zeigefinger nach draußen. Und das sind hier 40 cm in der Breite. Und dann haben wir das in der anderen Richtung auch nochmal. Prüfe ich nach, sind auch 40 cm, denn das Kissen ist quadratisch. Das heißt, ihr habt 40 cm in der Höhe und 40 in der Breite. Das sind die Nettomaße vom Kissen. Die könnte ich natürlich so nicht benutzen, denn wenn ich jetzt hier 40 mal 40 zuschneide und dann hier überall einen Zentimeter abnähe, fehlt mir rundherum einen Zentimeter. Das heißt, ich hätte nur 38, 38 und das ist natürlich zu klein. So, das heißt, ich muss auf jeden Fall rundrum plus 1 cm Nahtzugabe dazugeben. Das ist die Nahtzugabe. Dann hätte ich auch nach dem Nähen ein Nettomaß von 40 mal 40 cm. Dann sitzt das Kissen sehr knirsch da drin. Wer das mag, der kann das so machen. Für mich ist das immer ein bisschen arg stramm. Ich gebe lieber noch ein bisschen Weite dazu, damit das nicht so ganz stramm ist. Und dann ist natürlich, wenn man sich jetzt hier mal um 1, 2 mm vernäht, das auch nicht so schlimm. Und Weite gibt man rundherum entweder 0,5 cm oder 1 cm dran. Und zwar auch rundherum, also hier nochmal plus. Wenn wir jetzt zum einfachen Rechnen sagen, wir machen nochmal plus 1. Wenn wir das jetzt ausrechnen, heißt das, wir haben hier 40 netto plus 1, 41 plus 1, 42 plus 1, 43 plus 1, 44.
Das heißt, ich habe ein Bruttomaß, sieht natürlich auf der anderen Seite genauso aus, von 44 mal 44. So. Das ist das Vorderteil. Das Rückenteil ist zum einen genauso, muss sich aber überlappen. Das heißt, ich habe in der Breite schon 40. Ich habe aber in der Länge, muss ich hier einen Saum nähen, damit sich das überlappen kann, weil hier ist ja offen. Ach, hier 44 haben wir natürlich. Und ich habe hier nochmal 1 cm Saumzugabe. Das heißt, ich habe hier 44 plus 1 gleich 45 cm. Jetzt müssen wir den unteren Teil ausrechnen, der sich hier überlappt. So. Die Überlappung ist immer ein Drittel als Faustformel von der Fläche. Ganz nebenbei noch, die Saumzugabe hier macht einen 2 cm Saum. Und zwar, weil wir hier uns 1 cm von der Weite schnappen und den 1 cm noch dazugegeben haben. Wir rechnen die Überlappung aus dem Netto aus. Man könnte es auch aus dem Brutto ausrechnen, aber ich rechne es aus dem Netto aus. Das heißt, 40 geteilt durch 3 ist gleich 13,3 Periode. Das runden wir natürlich auf, entspricht 13 cm. So, ich habe hier mein Unterteil. Das hat eine Breite von 44 brutto. Das wissen wir schon. Das Netto hat jetzt hier 13. Dann haben wir hier plus 1 Nahtzugabe und plus 1 Weite. Und hier oben haben wir plus 2 cm Saum, Saumzugabe und natürlich, die brauchen wir immer, 1 cm Nahtzugabe. Das heißt, wir haben hier unten 13 plus 1 Nahtzugabe sind 14, plus 1 Weite sind 15, plus 2 Saum sind 17, plus 1 Nahtzugabe sind 18 cm. Das sind 18 cm in der Höhe. Wenn wir das jetzt so zuschneiden, wenn wir hier also 45 zuschneiden mal 44 und hier 18, dann ist eure Überlappung genau hier unten auf der Kante. Man könnte das jetzt so zuschneiden, also das Rückenteil wäre dann hier Rückenteil und das wäre die Überlappung. Dann wäre das Rückenteil 44 breit und 45 hoch und das hier 44 breit und 18 hoch. Dann wäre aber, wenn ich mein Kissen hierher nehme, hier unten genau die Kante. Und eigentlich will ich ja die Kante nicht sehen. Das heißt, ich schiebe diesen Saum und diese Kante hier ein Stückchen nach oben. Und das kann ich einfach hier so 5, 6, 7 cm nach oben schieben. Dann liegt das hier. Ich kann es aber auch weiter in die Mitte schieben. Je nachdem, wo ihr hier euren Saum haben wollt und wo ihr hier eure Kante haben wollt. Das heißt, ihr könnt hier einfach das Maßband anlegen und sagen, so möchte ich das haben. Das heißt, ja, 9 cm sehen gut aus oder 10 cm. Bei 10 cm sieht das hübsch aus. Das ist dann nicht so weit weg. Und oben ist dann auch genug. Also sagen wir mal 10 cm. Das heißt, die 10 cm, die es von unten weggeht, die muss ich hier dran geben. Dann rutscht das natürlich nach oben. Und die muss ich hier an diesen 45 an der Höhe abziehen. Das heißt, minus 10 cm. Und so werden aus 18 cm 28 cm. Und dann werden hier aus 45 cm 35 cm.
So. Das heißt, unser Zuschnitt sieht dann so aus. Vorderteil 44, 44. Dann geht das Rückenteil nämlich nicht ganz so hoch. Dann sind das hier nur 35 in der Höhe und 44 in der Breite. Also die 35 sind da, das Rückenteil. Und dann ist hier die Überlappung. So. So, die hat natürlich auch 44 in der Breite. Und die hat, was haben wir gerade gesagt, 28 in der Höhe. So sieht das dann am Ende aus. Das heißt, ihr könnt hier hin und her verschieben, wenn ihr keine Paspel einsetzt. Ja? Also ohne Paspel. Dann könnt ihr das als einen Stoff zuschneiden. Und zwar habt ihr dann einmal die 40 cm netto. Die brauchen wir natürlich zweimal, weil wir brauchen vorne und hinten. Und dann hier plus ein Drittel. Und das heißt dann in dem Fall plus 13. Und daran können wir jetzt hier in einem Zuschnitt unsere Zugaben dran geben. Das heißt plus 1 Nahtzugabe. Hier plus 1 Nahtzugabe. Dann kann man hier noch eventuell plus 0,5 oder plus 1 Weite dran geben. Das macht man hier natürlich auch. Und hier rechts muss natürlich plus 2 cm Saumzugabe plus 1 cm Nahtzugabe. Und das passiert auf der anderen Seite auch. Plus 2 cm Saumzugabe. Plus 1 cm Nahtzugabe. Und dann eventuell eben noch plus Weite. Und dann nehmt ihr die gleiche Weite plus Weite, die ihr oben genommen habt. Dann könnt ihr das in einem Stück zuschneiden. Dann müsst ihr auch gar nicht wie hier euch überlegen, wo euer Saum sitzen soll am Kissen, denn das ist dann das Gesamtmaß vom Kissen. Ihr näht dann hier nur die Säume vorne und hinten. Also das heißt einmal 1 cm umschlagen die Nahtzugabe und dann nochmal 2 cm umschlagen den Saum steppen, hier den Saum steppen und dann könnt ihr das Kissen insgesamt zusammenfalten. Und das könnt ihr dann auch als ein großes Stoffstück hier rundherum falten und euch dann eben überlegen, wo hier auf diesem Kissen, ich gehe mal wieder ein Stückchen raus, wo hier auf diesem Kissen euer Hotelverschluss liegen soll. Das könnt ihr dann verschieben, dort steckt ihr euch das dann fest und näht die Seitennähte zusammen. Das geht auch prima. Dann kann man aber eben rundherum keine Paspel einsetzen, denn für die Paspel brauche ich rundherum Nähte. Und um die Paspel geht es heute. Die will ich euch heute natürlich zeigen. Deswegen schneiden wir das hier nicht als einen Lappen zu. Aber das wäre auch möglich an der Stelle. Dann habt ihr hier nur an der Seite diese zwei Nähte, wenn ihr das zusammengefaltet habt, die ihr schließen müsst und schon ist fertig. Wir schneiden aber die drei Teile zu. Und wie das geht und wie du das schön gerade zugeschnitten kriegst, das zeige ich dir jetzt. So, bei einem Kopfmuster wie diesem müssen wir gleichzeitig noch die Musterrichtung beachten. Das heißt, ich schneide hier von der rechten Seite zu. Das fällt auf jeden Fall leichter und dann achte ich auch drauf. Also ich hätte es gerne, dass meine Kissenkante hier unten ist. Hier nämlich an diesen Blüten. Und dass von hier aus meine 2 cm Nahtzugabe da nach unten gehen. Das heißt, ich lege einmal hier mein Lineal an. Da das ein Patchwork-Lineal ist, habe ich hier natürlich auch die 2 cm. Wir schneiden übrigens parallel zur Webkante. Die Webkante ist hier und der Fadenlauf muss gerade sein. So, und jetzt gucken wir hin, damit hier oben an meiner Blüte genau die Nahtlinie ist. Lege ich das hier ordentlich an und kann mir das jetzt hier anzeichnen.
So, also ich kann jetzt hier hergehen und mir das mit meiner Schneiderkreide natürlich markieren. Wenn das aber nicht so will bei dem Stoff, wie jetzt bei mir, manchmal ist der Stoff ja auch ein bisschen störrisch. Ich mache hier Folgendes. Dann gibt es einmal die Schneidematte. So. So. Und dann schneiden wir das jetzt auf der Schneidematte zu. Das geht natürlich auch. So. Dann nehme ich aber natürlich an der Stelle einen Rollenschneider. So. Mal schön vorsichtig mit dem Rollenschneider sein. Und hier schön gucken, dass es ordentlich angelegt ist. Wenn ihr Angst habt, dass euch das Lineal verrutscht, dann könnt ihr zur Sicherheit hier auch ein paar Nähgewichte drauflegen. Das mache ich auch manchmal. So. Und dann Rollenschneider natürlich immer von euch weg. Und dann hier die entsprechende Breite ausschneiden. So. Und dann brauchen wir natürlich 44 cm in der Breite. Die habe ich hier auch abgetragen. Also das heißt, die sehe ich natürlich auch hier. Das sind 10, 20, 30, 40 und da hinten sind dann entsprechend 44. Und dann gucke ich mal, dass das mit meinem Muster auch so hinkommt, dass ich hier ungefähr die 2 cm Nahtzugabe habe. Hier an meinem Rand, hier meine 2 cm Nahtzugabe und die enden hier praktischerweise auch wieder mit der Blüte. Das heißt, das ist ganz praktisch. Und dann mache ich mir natürlich auf der anderen Seite bei 44 cm eine Markierung. Die kann ich gleich, ich könnte auch hier mein Lineal einfach einmal 1 cm reinschieben und dann wie hier hinten, jetzt muss ich euch mal dahin schieben, dass ihr das auch seht. So. Wenn ich das vorne 1 cm reingeschoben habe, hier hinten habe ich ja auch sehr genau 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kann ich hier schon mal anschneiden und habe natürlich meine Fläche. So, jetzt schneide ich meine drei Teile aus. Also, so wie wir es aufgeschrieben haben, 44 mal 44 das eine Teil. Wo ist mein Zettelchen jetzt hin? Na, den suche ich gleich wieder. Also alle Teile zuschneiden. Jetzt müsst ihr beachten, dass ihr die alle mit dem Kopfmuster in die gleiche Richtung schneidet. Wenn ihr ein anderes Muster habt, so wie dieses zum Beispiel, ne? Das ist auch ein Kopfmuster. Wenn ihr das auf den Kopf zuschneidet, dann ärgert ihr euch ewig. Das heißt wirklich immer gucken, dass das Muster in die gleiche Richtung läuft. Das heißt hier an der Seite am besten an der Stoffbahn entlang schneiden, dann habt ihr schon immer die richtige Breite, weil die Breite bleibt ja bei allen unverändert, nur die Höhe ändert sich. Ansonsten, wenn ihr ein Muster habt, was in beide Richtungen gleich ist, dann ist das auch völlig egal. Ich schneide jetzt fertig zu und wenn ich das geschafft habe, dann treffen wir uns hier wieder. So, bevor wir jetzt nähen können, muss erstmal gebügelt werden. Dafür bügele ich als erstes die Säume, denn mehr müssen wir nicht bügeln. Ich habe hier das schmale Teil. Ihr erinnert euch, das ist unten. Das heißt, hier ist die Saumzugabe und die Nahtzugabe oben, die wir umbügeln. Weil sonst, wenn wir das andersrum machen, steht hier euer Rotkäppchen auf dem Kopf und das wollen wir ja nicht. Also, oben müssen wir umbügeln. Damit ich das natürlich bügeln kann, lege ich mir das andersherum hin. So, jetzt bügele ich als erstes 1 cm Nahtzugabe weg. Das könnt ihr hier mit eurem Handmaß anfangen nachzumessen und dann stückweise natürlich umbügeln. Und weil gerade diese Strecken so kurz sind, gibt es hier so ganz schnuckelige Dinger. Die sind zwar nicht sonderlich sexy, aber die verhindern zumindest, dass einem die Finger wegbrutzeln, diese Silikondinger. Und die haben halt außerdem haben die noch ein bisschen Grip. Ja? Also wer da ein bisschen empfindlicher ist, der kann das ruhig so machen. So,
und dann hier erst einmal einen Zentimeter umdämpfen. Ich bin ja hier immer ein bisschen so unterwegs, deswegen stecke ich mir das mal um. So. Und bügel hier meinen Zentimeter weg. Man könnte sich den Saum natürlich auch anzeichnen, aber die 1 cm gehen so auch in der Regel ganz gut. Und jetzt bügeln wir das nochmal 2 cm nach oben. So, denn das ist unser Saum und den steppen wir nachher hier ab. Dadurch braucht ihr hier an dieser Stelle nicht versäubern. So, und ich fange immer gerne in der Mitte an zu bügeln. Das klingt zwar ein bisschen paradox, aber das ist so wie beim Falten. Früher in der Schule, beim Basteln, wenn ich in der Mitte anfange, kann ich ziemlich gut nach außen rausstreichen und habe dann hier ziemlich gut die gleiche Länge und die gleiche Breite und kann mir das ordentlich hinlegen und dann, wie ihr seht, kommt das schon ganz gut hin hier. So, und dann bügel ich das ordentlich aus. So, da ist ja mein fertiger Saum, der sieht gut aus und das Stück ist jetzt hier vorbereitet. Und das gleiche machen wir bei dem oberen Stück nochmal. Und hier ist es genau andersrum. Hier kommt der Saum unten hin, denn hier ist unten die Überlappung und oben löst sich das auf. Das heißt, ich drehe es natürlich auch wieder rum. Umdrehe es natürlich und klappe mir hier 1 cm um. Und bügel dann nochmal 2 cm meinen Saum. Und ich denke, das schaffst du auch ohne mich. Ich bereite das mal vor. Und dann geht es auch direkt an die Nähmaschine, um den Saum abzusteppen. So, da sind wir auch schon an der Nähmaschine angekommen. Ich habe hier meinen vorgebügelten Saum. Und ich kann den hier relativ einfach einlegen, denn ich habe den wirklich ordentlich gebügelt. Dann brauche ich hier, ich für meinen Teil, auf jeden Fall keine Stecknadeln. Und kann den hier drunter setzen und stepp den jetzt von der linken Seite ab. Und zwar hier knapp neben der Bruchkante, die wir hier hinten haben. So, dafür habe ich meine 1 und dann stelle ich automatisch Verriegeln ein, wenn ihr euch unsicher seid. Ne? Ihr könnt euch immer hier Stecknadeln reinstecken, das ist überhaupt gar kein Problem. Und dann nähen wir einfach los. Bei mir ist die Nadel auf der linken Position. Und das heißt, mein Füßchen fährt hier super an diesem Saum lang. Ich kann da mal ein bisschen weiter rangehen für euch. So. Das heißt, ich nähe jetzt einfach hier so, dass mein Füßchen hier an der linken Kante langläuft. So, und dann habe ich natürlich die Nahtzugabe unten festgenäht. Und ich habe natürlich auch meinen Saum hier oben gesteppt. Am Ende verriegle ich die Naht. So, ja. Faden abschneiden natürlich. So, und fertig ist der Saum einmal gesteppt. Und ihr seht, hier ist die Nahtzugabe fest. Das kann man jetzt so lassen. Man kann aber eine zweite Steppnaht noch hier vorne an die Kante setzen. Dann nudelt das hier vorne nicht so aus. Das mache ich auf jeden Fall auch in der Regel sehr gerne. Dann habe ich hier vorne noch so ein bisschen Stabilität. Dafür stellen wir uns dann natürlich die Nadel auf die mittlere Position und schieben die noch ein bisschen nach rechts, so weit wie sie geht. Na, komm her. So. Und dann nähe ich hier auch an der Kante von meinem Füßchen entlang. Und habe einfach an der Stelle einen doppelt abgesteppten Saum. So, da ist mein doppelt abgesteppter Saum.
Ihr seht, der sieht auch wirklich schön aus. Das mache ich jetzt mit der anderen Saumkante auch noch. Und da vertraue ich euch, dass ihr das auch ohne mich könnt. Und wenn wir das haben, bringen wir die Paspel auf. So, meine beiden Säume sind jetzt fertig. Die haben jetzt erstmal Pause. Und ich bringe als erstes jetzt auf dem Vorderteil die Paspel auf. Und zwar zum einen so, dass die Kordel ins Stoffinnere guckt. Und zum anderen so, dass hier... Na komm her, Handmaß. Die Kordelkante genau 1 cm Abstand zum Rand hat. Wenn du jetzt hier eine schmalere Kordel hast, die jetzt insgesamt, die ist ungefähr 7 mm, die Paspel, dann muss ich natürlich darauf achten. Ich fange etwa in der Mitte des Kissens an, die Paspel zu befestigen. Warum, werdet ihr sehen. Ihr könnt auch hier an der Seite anfangen. Ich würde aber nicht auf der Ecke arbeiten, denn wir müssen die am Ende zusammenfügen. Das heißt, wir können das hier unten auf jeden Fall so ein bisschen an die Seite setzen. So, und dann gucken wir jetzt. 1 cm Nahtzugabe ist hier. Und da schiebe ich oben meine Paspel dran. Das heißt, ihr seht, da steht unten noch ein bisschen Stoff über. Das ist völlig okay so. So, und dann kommt der erste Clips hier hin, so dass der uns die Paspel im richtigen Abstand festhält. So, bei dem Stoffclips habe ich natürlich die Möglichkeit, das ziemlich gut auszukorrigieren und das gut nachzumessen. Wenn ihr euch ein Paspelband nehmt, was schon hier an der Stelle die gleiche Breite hat wie unser Stoff, dann ist das auch gut. Das heißt, ich bin hier bei mir, wie ihr seht, etwa 3 mm von der Stoffkante entfernt. Das kann man auch noch relativ gut abmessen. So, jetzt sind wir hier auch schon an der Ecke angekommen. Und die Ecke, das ist eine Paspel, die Ecke können wir ganz einfach machen. Da schneiden wir hier in das Paspelband ein, nicht in unseren Stoff, sondern nur ins Paspelband. Dann sollte ich hier an der Stelle eine kleine Schere nehmen und nicht die ganz große, sondern kriege ich das hier gut reingelegt. Die ist nämlich, wie ihr seht, die Paspel flexibel. Und damit legt sich das hier auch gut um die Ecke. Das heißt, ich kriege hier auch gut meine Paspel in die Ecke rein und kann jetzt hier weitermachen, die festzuklipsen. So, das mache ich auch rundherum und dann kontrolliere ich natürlich immer nach, ob ich jetzt hier einen Zentimeter Abstand zum Rand habe. Das war ein bisschen wenig, denn wir haben 1 cm Nahtzugabe, sonst wird euch das Ding zu weit. Wenn ihr hier ein Stückchen reinrutscht, wir haben ja 1 cm Weitenzugabe gegeben, dann ist das an der Stelle gar nicht so wild, weil dann geht das nur ein bisschen von der Seite ab und dann kommen wir da trotzdem mit klar. So, ich lege mal die Paspel rundherum an. Wenn wir hier wieder angekommen sind, dann treffen wir uns wieder. Dann zeige ich euch nämlich noch, was ihr hier machen müsst, damit wir eine schöne Rundung hinkriegen. Das aber erst an der Stelle. Bis dahin dauert das ein bisschen. Das mache ich mal allein. So, ich habe jetzt meine Paspel rundherum gesteckt und ihr seht, hier ist der Anfang. Und den lasse ich 2 cm über das Ende überstehen. Warum 2 cm? Werdet ihr nachher sehen. Hier die 2 cm, da schneide ich meine Kordel ab. Und das hier lasse ich ein Stückchen offen. Da. Und dann können wir jetzt zur Nähmaschine gehen. Und wer einen Kordelfuß hat, der nimmt natürlich den Kordelfuß. Wer keinen hat, der nimmt jetzt den Reißverschlussfuß. Wenn ihr den eingesetzt habt, dann geht's weiter. So, ihr seht, ich habe jetzt hier mein Nähgut schon drunter liegen. Hier ist mein Anfang. Und ich fange hier ungefähr einen halben Zentimeter danach an zu nähen. Ich habe jetzt hier natürlich den Fuß, den Reißverschlussfuß so, dass es auf der linken Stellung ist. Ich schiebe mal meine Klemme ein Stückchen weiter runter. Muss ich natürlich hinten gucken, dass das passt. Das ist so ein bisschen Gefuddel. So. So, dann kann ich den Fuß senken, so dass der Fuß hier wirklich an dieser Kordel ist. Und dann könnt ihr das Handrad drehen und gucken, ist das gut oder sollte das ein Stückchen weiter weg. Meiner kann
ein Stückchen weiter rüber, so. Denn ich möchte ja nachher noch die fertige Naht hier daneben setzen. Und dafür macht es sich ganz gut, wenn das jetzt hier nicht ganz so knirsch ist. So. Weil sonst sehen wir die Befestigungsnaht nachher. Das wollen wir ja auch nicht. So. Wenn ich das ordentlich eingelegt habe, dann kann ich natürlich hier an der Stelle losnähen. Und ich nähe so, dass der Fuß immer schön an meiner Kordel entlang führt. So. Und da halt eben auch schön führen und schön ordentlich und langsam euren Stoff und euer Nähgut führen. Ihr seht, dass das da schön gerade lang läuft. Und wenn hier so Nadeln drin sind, ziehen wir natürlich unterwegs immer ein Stückchen raus. So. Bis wir sie natürlich ganz rausnehmen können. So. Und da können wir hier die Kordel ruhig noch ein bisschen randrücken. So, die Klemme kann ich auch ein bisschen verschieben. Und so nähen wir uns Stück für Stück vor. An der Ecke zeige ich euch noch, wie die Ecke genäht wird. Und dann könnt ihr, glaube ich, den Rest von der Paspel auch ohne mich fixieren. Denn das sind ja einfach nur gerade Nähte. Da sind wir auch gleich an der Ecke angekommen. Da ziehe ich meine Stoffklammer so weit vor, wie es geht. Weil die Kordel ja hier ein bisschen elastisch ist, ne, kann es euch passieren, dass die ein Stückchen abhaut und ein Stückchen flöten geht. Dafür nehme ich hier immer, ich hoffe, ihr seht das, eine Stecknadel und hol die mir hier einfach so ein Stückchen raus. Und dann kann ich das auch hier mit der Stecknadel unter der Maschine festhalten. Und damit hier reinreichen. So, und an der Ecke gebe ich natürlich das Füßchen und gehe um die Ecke rundherum. So, Füßchen wieder runter, dann kann die Klemme schon mal raus und dann sind wir um die Ecke rum. So, ich nähe das jetzt fest, bis ich, wenn hier, wenn das sperrt, dann noch mal Füßchen heben und weggehen lassen. Und ich nähe das jetzt fest, bis ich auf der anderen Seite bin und dann treffen wir uns an dieser Stelle wieder, denn dann zeige ich euch auf jeden Fall noch, wie man das Ganze in der Runde verbindet. So, ich bin jetzt hier angekommen, kurz vor dem Ende, wie ihr seht, und das liegt hier soweit gut drunter. Jetzt mache ich Folgendes. Ich muss jetzt von dieser meiner Kordel hier ein Stückchen auftrennen. Und ich stelle gerade fest, das geht gar nicht. Ja, das ist schlicht. Also normalerweise hat man hier bei diesem Schrägband einfach Schrägband, was man aufklappen kann. Das ist in dem Fall Elastikkordel. Dann müssen wir das anders machen. Wenn ihr Schrägband habt, dann trennt ihr hier ein Stückchen die Naht auf. Nehmt hier die Kordel raus. Lasst das übereinander lappen und dann kriegt ihr das auch zusammen. Jetzt müssen wir hier, da das hier nicht geht, das ist nicht mit Schrägband gearbeitet. Das ist natürlich, ja, es ist etwas merkwürdig, aber es ist jetzt so, können wir hier nur die Ecke nach innen einklappen und die eine Kordel über die andere Kordel legen. So. Und zwar so, dass die hier dieser Beginn nicht rausguckt. Den legen wir da so ein bisschen nach unten. Könnte man das, wir können das auch hier
beides so ein bisschen nach unten legen, wie ihr seht. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, dass hier uns die Kordel hier unten nicht mit dem Anfang hier rauskommt. Das heißt, wir legen das so ein bisschen übereinander, so ein bisschen wie so ein Schleifchen, so schräg an der Stelle. Und dann muss ich natürlich gucken, dass ich das hier reingezaubert kriege. Das mache ich mit meiner Stecknadel. So. So, und dann müssen wir gucken, dass sich das hier an der Stelle übereinander schnupselt. So, und dann bin ich am Anfang von meiner Naht und das sieht hier, oh, das sieht ganz gut aus. So kommt die uns nicht raus. So. Meine Paspel ist fixiert, das heißt, wir setzen jetzt die Teile zusammen. So, ich bin jetzt mal zu meinem Kissen mit der blauen Paspel gewechselt. Das wollen wir ja auch noch nähen. So, das habe ich hier vorbereitet, die Paspel ist dran. Hier unten seht ihr auch schön, wie das übereinander liegt. So, und jetzt müssen wir natürlich unsere Teile positionieren. Da das Oberteil das Unterteil überlappen soll, legen wir als erstes das Oberteil hier drauf. Und das ist ganz klar, der Saum kommt nach unten und damit stehen auch beide Rotkäppchens in die gleiche Höhe. Und dann stecke ich mir das hier als erstes an den Ecken fest. Die sind immer mein Fixpunkt. So. Und natürlich auch diese Ecke. Schön drauf auf die Ecke. So. Und dann ist der da. Dann kann ich das hier an der Seite schön glatt streichen. Und kann mir hier schon einmal meinen Saum feststecken. So. Und das mache ich natürlich auch auf der anderen Seite. Einmal glatt und einmal gerade ziehen. Und dann den Saum feststecken. So. So, und dann, bevor ich die anderen Nadeln reinstecke, lege ich natürlich mein Unterteil drauf. Und das lege ich jetzt hier so drüber, dass sich das natürlich überlagert. So. Und dann seht ihr hier schon unsere 13 cm Überlagerung. Das ist das ein Drittel, was es sich überlagert. Und das sind jetzt an der Stelle unsere 25 cm netto. So. So, dann seht ihr jetzt schön, wie sich das überlagert. Hier sind unsere 13 cm netto Überlagerung. Und dann stecke ich mir natürlich auch hier die Ecke. Und die andere Ecke. Und dann kann ich hier an der Stelle auch wieder mein Nähgut glatt ziehen und meinen Saum feststecken. Und dann kann ich hier diese Nadel nochmal lösen und jetzt durch beide Stofflagen stecken. Das mache ich natürlich auf der anderen Seite auch. So. Und dann stecken wir das hier auch gut fest. So, schön darauf achten, dass beide schön an der Kante sind, beide Stofflagen. Denn wir haben ja sehr genau zugeschnitten. So, ich stecke mir jetzt hier noch ein paar Nadeln rundherum und fixiere das und dann kann genäht werden. So, alle Teile sind gesteckt. Wir müssen die jetzt nur noch zusammennähen. Und ich habe hier jetzt meinen Kordelfuß eingelegt. Wenn ihr den nicht habt, dann könnt ihr das auch ganz normal mit eurem Reißverschlussfuß nähen. Dann achtet ihr darauf, dass das Reißverschlussfüßchen auch wieder hier ganz, ganz dicht, hier, mach's mal so, ganz dicht an der Kordel entlang fährt. Und die könnt ihr hier, ihr seht es, ich kann es aufdrücken, die könnt ihr mit dem Fingernagel gut spüren.
dieser Kordelfuß, der hat hier unten drin so eine Führung. Und ich fange hier ein bisschen oberhalb der Überlappung an zu nähen. So. So, da. Dann senke ich den und dann achte ich drauf, dass hier meine Kordel wirklich komplett in dieser Führung liegt. Damit nähen wir automatisch gerade. So, und dann nehme ich mal eine andere Näheinstellung von der Nadel und muss jetzt prüfen, dass mir die Nadel wirklich sehr, sehr eng neben der Kordel einsticht. Und da kann ich hier ein bisschen variieren. So, und wenn ich mir das so angucke, ja, dann ist das gut. Und dann kann ich hier an dieser Stelle losnähen, und zwar vorsichtig. Das Gute ist, dieser Kordelfuß hat natürlich hier unten diese Paspel gleich mit drin und der führt die vor allen Dingen auch gut. So, und dann kann ich hier natürlich einmal rundherum nähen, wenn hier eine schwierige Stelle kommt, wo der nicht drüber will, einfach wirklich kurz den Fuß heben und drüber. Auch gerade an den dicken Stellen müssen wir ein bisschen kontrollieren. So. So. Ihr könnt hier auch immer nachfühlen, wie das mit eurer Paspel so ist, wo die sich gerade befindet. Und dann müsst ihr hier gerade an der Ecke gut auf die Paspel aufpassen, denn die schnupselt sich jetzt hier so ein bisschen nach außen um. Und die, hier ist der Fuß, ihr seht das. Und damit müssen wir jetzt hier wirklich vorsichtig um die Ecke kommen. Da drücke ich mir meine Paspel mit der Stecknadel ein bisschen nach drüben, so. Und dann kann ich auch hier natürlich das Füßchen heben und hier in der Ecke die Paspel komplett neu justieren. Ihr seht, die rutscht hier natürlich so ein bisschen nach außen jetzt, wenn ihr das mit diesem Fuß macht. Ihr könnt das natürlich auch mit dem Reißverschlussfuß machen. Dann habt ihr hier das Gefudel nicht, weil der Reißverschlussfuß ja hier natürlich an der Ecke arbeitet wie ein Reißverschlussfuß, nämlich ganz normal. So, und dann kann ich jetzt hier einmal rundherum abnähen. Das mache ich ohne euch. Und wenn ich das geschafft habe, dann müssen wir noch versäubern. Denn die schlauen Näher unter euch werden jetzt schon gesagt haben, ja, aber die Stoffkanten fransen ja noch aus. Jo, das machen wir nachher. Und warum, das erkläre ich dir dann. So, jetzt ist unser Kissen fast fertig. Ich habe hier alles zusammengenäht. Das sieht auch soweit gut aus. Und jetzt werden sich viele fragen, na, warum hast denn du vorher nicht die Stoffkanten versäubert? Aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich jetzt hier, damit sich die Ecke gut legt, die Ecke wegschneide. Also jede Ecke hier einmal schräg wegschneiden. Und zum anderen, wenn ich das vorher vernäht hätte, dann hätte ich ja beim Einschneiden hier mir meine Versäuberung wieder weggeschnitten und die hätte möglicherweise auftrieseln können. Und die andere Sache ist, wenn ich das jetzt hier zusammen versäubere, dann spare ich natürlich noch Nähgarn. So, ihr könnt euren ganz normalen Nähfuß nehmen. Wer einen Überwendlichfuß hat, der nimmt jetzt den Überwendlichfuß. Die Überwendlichfuß hat hier hinten so eine kleine Führung und hier an der Seite so eine kleine Führung. Damit können wir nämlich einen Überwendlichstich nehmen. Das ist einer davon. Geht da mal eine Runde ran. Das ist hier einer, entweder von diesen oder diese oder diese. Die fassen die Kante ein, die nähen auch gleichzeitig zusammen. Das heißt, wir haben jetzt hier nochmal eine Safety-Naht, wenn wir es wollen. Aber die fassen an der Stelle die Kante ein. Also ich nehme für meinen Teil die Nummer 16. So, und habe dann eben hier meine Naht eingestellt. So, da ist sie. Und das heißt,
Ich kann jetzt hier auch meinen Fuß einsetzen und ich kann jetzt hier, entschuldige, ganz wunderbar an dieser Stelle versäubern. Das heißt, ich lege mein Nähgut hier drunter und lege das so an, dass das hier genau an der Kante entlang geht, dass das hier direkt an diesem Überwendlichfuß an der Kante mein Nähgut entlang geführt wird. So. Und eigentlich kommt das auch wirklich gut hin, mit dem, dass das hier an der Seite von der Kordel entlang geht. Denn wir haben ja mit 1 cm Nahtzugabe genäht. So, und jetzt seht ihr, was hier passiert. Der versäubert hier und sticht immer hin und zurück und versäubert mir jetzt meine Kanten zusammen. Wenn ihr einen solchen Fuß nicht habt und vielleicht auch einen solchen Stich nicht habt, oh, hier habe ich mich verschnibbelt, so, dann arbeitet ihr hier mit einem Zickzackstich und arbeitet die Kanten mit einem Zickzackstich zusammen, und zwar so, dass der Zickzackstich einmal links in den Stoff einnäht und einmal rechts neben den Stoff. Und dann fasst ihr damit auch die Kante ein. Das macht ihr natürlich für jede Naht hier einzeln, denn wir haben die ja an der Seite schon getrennt. Und wenn ihr alle Kanten vernäht habt und sauber vernäht habt und eingefasst habt, dann zeige ich euch natürlich noch, wie unser Kissen fertig aussieht. So, da ist es, unser fertiges Kissen. Ihr seht hier die Versäuberung, da, hier einmal schön an der Kante lang versäubert und alles ist prima, und hier überlappt sich das schön für den Hotelverschluss. Und jetzt können wir hier umdrehen und ich drehe an den Ecken um, so, und drücke mir dabei die Ecken schön raus, und dann habe ich hier praktischerweise die Paspel, an der ich die Ecke gut nach vorne ziehen kann. So, hier kannst du schon einmal sehen, wie die unterschiedlichen Paspeln wirken. Ja, also hier die rote Paspel gibt natürlich deutlich mehr Kontrast als die blaue Paspel. Die ist so ein bisschen dezenter, sieht aber beides schön aus. Hier ist die Vorderseite, da haben wir unser Rotkäppchen, und hier ist die Rückseite mit unserem Hotelverschluss. Und ihr seht, wie schön man hier reingucken kann. Der ist unten 10 cm von der Kante weg, so wie ich das wollte. Wenn ich jetzt mein Kissen hier reinziehen will, dann stecke ich das natürlich einfach, ich gehe mal ein Stückchen weiter raus, dann siehst du mir, so, dann stecke ich das hier einfach oben rein. So. Und dann kann ich natürlich hier unten das auch noch unten reinstecken, habe dann meine Überlappung, so, und so schön liegt das glatt und gerade. Und sieht halt toll aus. Und du siehst, ich habe hier überall einen Zentimeter rundrum gegeben. Also hier ist rundrum 1 cm. Und du siehst, es hängt nicht zu locker und das schlappert auch nicht zu sehr. Sondern ich finde, den Zentimeter kannst du vertragen und der Zentimeter tut ihm gut. So, ich hoffe jetzt, dass dir mein kleines Video gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann lass doch ein Däumchen nach oben da und ein Abo, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Nächste oder übernächste Woche. Da gibt es auf jeden Fall im Nemimi eine schicke Einkaufstasche. Und zwar mit einer kleinen Blüte an der Seite. Wie das aussieht, zeige ich dir, damit du es nicht verpasst. Abo dalassen. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.